Alter, was geht ab, Leute, Junge? Heute wieder mit einer Nachricht, einer Warnung, einem Hinweis. So wie letztens, schaut dieses Video vor Freitag an. Kam ganz gut an, hat ein paar Leuten geholfen und ich hoffe, ihr habt eine Menge Glücksfreunde bekommen seitdem. Ich bin gut mit dabei, ich bin so gut mit dabei. Aber checkt dafür das letzte Video, viele Lucky Freunde. Auf jeden Fall habe ich heute wieder einen Hinweis für euch. Im Video gestern habe ich euch meine Ausbeute gezeigt, Eventstadt und so, wie viele Lucky Freunde ich bekommen habe. Und auch mein Ergebnis nach 100 Mal tauschen. Tauschlimit ist 100 Mal tauschen am Tag. Freitagabend habe ich das dann noch gemacht in den 2 Stunden, wo das Event noch lief, bevor dann der nächste Tag anfängt offensichtlich zwischen 22 Uhr und 0 Uhr. Habe 100 Mal getauscht, 6 Luckys bekommen, 100er Goldbit unlucky, Highlight auf jeden Fall, aber nur 6. Und der Durchschnitt ist halt 5. Jeder 20. Tausch, und ich habe im Video gestern, glaube ich, gesagt, jeder 20. Tausch sind 20%, aber nee, es sind 5%. Wenn es jeder 5. wäre, dann wäre es 20% und jeder 20. sind 5% Lucky Wahrscheinlichkeit für Random Trades, ohne irgendwie, dass das Pokémon etwas älter ist oder so. Weil je älter das Pokémon ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, aber das lassen wir mal außen vor. 20%, wieder diese 20, 5% Wahrscheinlichkeit. Und jetzt hat Reddit und Silver und so herausgefunden, die Chancen sind nicht erhöht während des Events. Niantic, was ist da los? Was macht ihr, Niantic? Das heißt, jeder, der jetzt die ganzen Sachen so wie ich gebunkert hat, Sachen, die zwar selten sind und man in Lucky haben will, in Gut haben will, aber nicht unbedingt einen Glückstausch dafür verschwenden will. Die meisten Leute haben die ganzen Sachen gebunkert und auf genau so ein Event gewartet, wo die Lucky-Chance erhöht ist. Ja, und die Leute wurden jetzt enttäuscht, die haben alles getauscht, ihre Ressourcen, ihr Lager, Verbrauch, alles weggetauscht, ohne die erhöhte Lucky-Chance. Echt schade für die ganzen Leute und auch für mich. Der Kleine hat jetzt 100 Sachen rausgehauen, abgesehen vom 100er Goldbild. Ich kann mich nicht beschweren, also mir ist egal, Niantic, mir ist egal, ich habe 100er Goldbild bekommen. Aber die anderen Leute, die ganz normal getauscht haben und dann alles verbraucht haben, ja, fail. Deswegen hier der Hinweis, Leute, Lucky Chance ist nicht erhöht. Link ist unten in der Beschreibung zu der ganzen Sache, zum Thema, falls euch das genau interessiert. Mit der ganzen Auswertung und sowas. Die haben halt die ganzen Statistiken genommen und das dann verglichen. Also solange Niantic da nichts irgendwie bekannt gibt oder neue Testergebnisse reinkommen, will ich halt nicht die ganzen Sachen und das ganze Lager ausräumen und da alles vertauschen. In der Hoffnung auf Glücks. Nur so ein kleiner Hinweis für euch. Normales Video von heute kommt später noch online. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.